Wir beginnen die Babyspiralsöckchen an der Spitze und schlagen dafür abwechselnd auf einer von den beiden Anschlagsnadeln an. Wir nehmen den Faden vom Zeigefinger einmal mit der hinteren Nadel und einmal mit der vorderen Nadel, immer abwechselnd. In die Daumenschlinge einstechen, den Faden einmal mit der hinteren Nadel fassen, einmal mit der vorderen Nadel, immer abwechselnd. Ich stelle es ein bisschen schneller und wir schlagen 12 Maschen an, also 6 Maschen auf jeder der beiden Nadeln. Wir haben auch hier eine Vorderseite und eine Rückseite, also eine Innenseite und eine Außenseite. Und als nächstes stricken wir diese 12 Maschen auf 4 Nadeln auf. Das wird die Spitze des Babysöckchens. Ich stelle das jetzt wieder schneller. Also jeweils 3 Maschen auf jede der 4 Nadeln. Also wir haben 12 Maschen und wir nehmen dann zu auf 24 Maschen. Aber zuerst einmal stricken wir alle Maschen rechts, immer 3 Maschen auf eine Nadel. Bei so wenig Maschen ist es manchmal ein bisschen schwierig, die erste Runde, aber es werden ja schnell mehr Maschen und dann geht es gleich einfacher. So, wir beginnen mit den Zunahmen und wir nehmen so zu, dass so etwas Ähnliches wie eine Bandspitze entsteht. Am Anfang der ersten Nadel stricken wir eine Masche rechts. Also das werden an den Seiten der Spitze wird jeweils zugenommen. Auf der ersten Nadel am Anfang eine Masche rechts, ein Umschlag und rechte Maschen. Also in dem Fall 2 Maschen rechts. Am Ende der zweiten Nadel, das heißt hier machen wir den Umschlag vor der letzten Masche, wieder am Anfang der dritten Nadel einen Umschlag nach der ersten Masche und am Ende der vierten Nadel wieder einen Umschlag vor der letzten Masche. Da strickst du dann eine Runde rechter Maschen darüber, wobei die Umschläge rechts verschränkt abgestrickt werden. Das zeige ich dir jetzt einmal. Also eine Runde rechter Maschen darüber. Die Umschläge werden rechts verschränkt abgestrickt. Eine Masche rechts und beim Umschlag nicht von vorne, wie normalerweise beim Rechtsstricken, einstechen, sondern den hinteren Faden nehmen und von hinten einstechen und abstricken. Diese zwei Runden, also Zunahmen und rechte Maschen, wiederholst du noch zweimal, bis du 24 Maschen in der Runde hast, also 4×6 Maschen. Und du erhältst dann diese perfekte Spitze und weiter geht's nun mit dem eigentlichen Muster für die Spiralsocken. Dieses ist ganz einfach, wie du gleich sehen wirst. Du strickst einfach 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, abwechselnd. Und du strickst immer 2 Runden gleich, also die erste Runde 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, abwechselnd. Und die zweite Runde ganz genauso, also die Maschen, wie sie erscheinen. Nach diesen 2 Runden wird das Muster um eine Masche versetzt. Nach links in dem Fall. Du beginnst mit einer Masche links und dann geht es wieder weiter. 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links. Zweite Runde wieder die Maschen so stricken, wie sie erscheinen. In der übernächsten Runde wird das Muster wieder eine Masche versetzt. Du beginnst dann mit 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts. Das wiederholst du so lange, wie die Söckchen hoch werden sollen. Und dann kannst du, wenn sie hoch genug sind,
beginnst du mit einem Bündchen, kannst du noch ein Bündchen stricken. Ich nehme dafür sehr dünne Nadeln, weil das Garn, das ich hier verwende, ist nicht so elastisch, wie es sein, also wie es ideal wäre. Und daher nehme ich einfach etwas dünnere Nadeln, um ein einfaches 2 Rechts-, 2 Links-Bündchen zu stricken. Wenn das Bündchen hoch genug ist, stricken wir 2 Extra-Runden, um ein italienisches Abketten oder Abnähen vorzubereiten. Dazu strickst du eine Runde, eine Masche rechts, eine Masche links heben, wobei der Faden vor der Nadel bleibt. Eine Masche rechts, eine Masche links heben, Faden bleibt vor der Nadel. Eine Masche rechts, eine Masche links heben, abwechselnd über die ganze Runde. Die zweite Vorbereitungsrunde strickst du eine Masche rechts heben, eine Masche links stricken, eine Masche rechts abheben, eine Masche links stricken, also genau umgekehrt wie vorher. Eine Masche rechts abheben, eine Masche links stricken. Diese 2 Runden benötigst du als Vorbereitung für das italienische Abketten. Das italienische Abketten ist eigentlich ein Nähen. Du benötigst einen Faden, der ungefähr 3-mal so lang ist wie das Stück, das du abketten möchtest, abschließen möchtest. Und ich verwende eine runde, dicke, also eine stumpfe Wollnadel dafür. Der Vorteil des italienischen Abschlusses ist, gegenüber dem Abketten, wie wir es kennen, ist, dass er elastischer ist. Das eigentliche Muster beim Abnähen beginnt mit einer linken Masche. Wir haben hier zuerst eine rechte Masche, die wird von rechts eingestochen, die wird von der Nadel gehoben. Und der Faden wird durchgezogen, also der wird angezogen. Jetzt beginnt das eigentliche Muster. Du stichst nicht so, sondern von links in die linke Masche ein. Von links in die linke Masche, kannst du dir leicht merken, ziehst den Faden durch. Die vorher fallen gelassene rechte Masche nimmst du den linken Faden auf, von rechts einstechen und stichst gleichzeitig von rechts in die nächste rechte Masche. Faden durchziehen. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber wenn du es 3-mal gemacht hast, kannst du es auswendig. Nun noch von rechts in die erste Masche einstechen und den Faden durchziehen. Jetzt lässt du 2 Maschen von der Nadel gleiten. Das Ganze wiederholen. Von links in die linke Masche einstechen, Faden durchziehen, von rechts in den linken Faden der darunterliegenden rechten Masche, also die wir runterfallen haben lassen, und gleichzeitig von rechts in die nächste rechte Masche einstechen, Faden durchziehen und wieder von rechts in die erste Masche und nun beide Maschen, 2 Maschen von der Nadel gleiten lassen. Das wiederholst du bis zu den letzten Maschen. Ich habe hier die letzten 2 Maschen, die ich fallen lasse, und steche noch einmal von links, da ist noch mal eine linke Masche, da steche ich von links ein, da gibt es dann keine weiteren Maschen. Ich lasse auch diese Masche fallen und steche den Faden in die Anfangsmasche. Der Faden wird später sorgfältig vernäht. Dieses Söckchen hat eine perfekte Passform.